Carsten Specht ist zuständig für die Akquisition von neuen Talenten beim 1. FC Saarbrücken und heute ist Tag der Talente. Carsten, wie kommt ihr auf die Leute, die kleinen Kinder, die jetzt hier sich bewerben und wie ist dann nachher das Auswahlverfahren? Da gibt es verschiedene Methoden, wie man zu den Jungs kommt, die jetzt hier auch heute bei uns sind. Also einmal schaltet man eine Werbeanzeige auf unserer Internetseite, was anscheinend auch noch hochfrequentiert gelesen wird. Da haben wir jetzt letzten Mittwoch und diesen Mittwoch insgesamt 55 Kinder auch hier. Und aus diesen Talenten wählen wir dann nochmal einen kleineren Kreis aus, die uns hier aufgefallen sind. Und dann machen wir noch eine zweite Runde. Und daraus werden dann nachher die besten 12 auch gewählt, die dann unsere U10 bilden. Es geht jetzt nur um die U10 bei diesem Tag der Talente, ne? Genau, das ist nur der Jahrgang 2010. Das ist quasi unsere erste Mannschaft, die wir auch hier im Verein haben. Und da wollen wir natürlich gucken, dass wir auch richtig gut mit einer guten Mannschaft auch reinstarten, weil das natürlich dann auch nachher irgendwann mal unsere U19 bilden soll. Und bestenfalls durchlaufen sie halt dann auch alle unsere Jugendmannschaften. Ja. Jetzt habe ich einen motivierten 13-Jährigen, der, was weiß ich, sagen wir U14, U15 spielen könnte. Wie schafft denn der den Schritt zum 1. FC Saarbrücken? Ist schon mal gut, dass wir dann über den Spieler Bescheid wissen. Dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Entweder schickt man dann einen Scout zu einem Spiel, wo man ihn einfach mal in seiner gewohnten Umgebung auch anschauen, wo man schauen, wie er so drauf ist, was er alles mitbringt und welches Potenzial er vielleicht auch noch hat, das man auch noch entwickeln kann. Und dann wäre der zweite Schritt, dass man dann zu einem Probetraining auch einladen, dass man auch mal hier bei uns sehen im Vergleich zu unseren Spielern. Und dann wird demnach dann ausgewählt, wie der Gesamteindruck von dem Jungen auch ist. Ja. Jetzt hat der 1. FC Saarbrücken schon einige, auch unter deinem Regime, sehr große Talente hervorgebracht. Ich denke da zum Beispiel an den Bamba, den ich mal gesehen habe in St. Ingbert bei einem Jugendturnier. Ist es nicht das Problem des 1. FC Saarbrücken, dass er auch ein bisschen zu sehr Ausbildungsverein ist und dass dann viele dann im Laufe der Jahre auch weggehen? Problem ist es ja meiner Meinung nach keins, weil wir sind ja auch stolz drauf, wenn wir die Talente gut ausbilden, wenn wir wirklich auch den Talenten helfen können, im Fußball Fuß zu fassen. Und wenn das dann nicht bei uns ist, sondern vielleicht einen nächstgrößeren Schritt auch zu einem Bundesligisten ist, dann haben wir ja auch gute Arbeit gemacht und die Talente gut ausgebildet. Wenn wir sie natürlich hier bei uns halten können, freut uns das noch mehr, aber wie man jetzt auch bei manchen Talenten sieht, ist manchmal auch so, dass der Weg zuerst mal weggeht und sie auch mal andere Luft noch schnuppern gehen, vielleicht auch Anführungszeichen höhere Luft und dann nochmal zurückkommen. Aber wir sind grundsätzlich auf jedes Talent stolz, dass wir auch ausbilden können, dass dem wir auch helfen können, den nächsten Schritt zu gehen. Und von daher sehen wir da nichts Negatives drin. Ja. Und welche Wirkung auf das ganze System soll jetzt das Nachwuchsleistungszentrum haben? Durch das Nachwuchsleistungszentrum ist es dann erstmals so, dass auch Ausbildungsentschädigungen gezahlt werden müssen, wenn ein Talent jetzt zu einem anderen Nachwuchsleistungszentrum wechselt. Und in erster Linie sind die Talente dann auch mal geschützt. Nicht geschützt, dass sie nicht wechseln sollen, sondern dass, wenn sie wechseln, dass sie dann auch wirklich dementsprechend selektiert werden, dass auch für einen Verein, wo sie hinwechseln, auch einen Mehrwert haben. Vorher konnte man sagen, okay, wir holen uns den Spieler mal. In Anführungszeichen, er kostet uns ja nichts mehr, schau mal, was passiert. Und es war dann eine Art Lotterie. Und jetzt, wenn eine Ausbildungsentschädigung gezahlt werden muss, überlegt man sich dann zwei- oder dreimal auch, ist es wirklich auch sinnvoll, bringt uns der Spieler auch weiter. Und dann, wenn er dann wechselt, dann weiß man auch, okay, der ist da nicht nur Nummer 12, 13 oder 14, sondern der ist auch wirklich gewollt. Ja. Und wie ist das dieses Jahr? Gab es schon den einen oder anderen, von dem du sagen würdest, da wird auf jeden Fall was draus? Hier jetzt bei unserer Talentsichtung. Ja, also wie jedes Jahr sind wir da brutal stolz auch, dass einmal, dass so viele Kinder da sind und dann auch wirklich, dass so viele talentierte Kinder auch da sind. Also das macht uns wirklich sehr, sehr stolz auch, dass Saarbrücken noch so eine Strahlkraft hat, dass wirklich 55 Kinder von einem Jahrgang sich anmelden, um hier auch vorzuspielen. Und die Qualität ist jedes Jahr wirklich auch super. Und von daher haben wir auch in den letzten Jahren U10, U11, U12 wirklich auch immer sehr gute Mannschaften bilden. Ja, ich bin ja schon immer beim FC Saarbrücken nach meiner Karriere damals im Jugendbereich tätig gewesen und im Anschluss daran bin ich ja für den DFB tätig, mache Stützpunkttraining, also Jugend liegt mir sehr am Herzen. Und das ist auch der Grund, warum ich immer wieder gerne hierher komme zu diesen Talenttagen
Und ich glaube, das macht uns allen, den Eltern, den Kindern und uns Trainer auch Spaß. Das liegt in vielen Dingen begründet. Einmal hatte ich Glück gehabt, einen sehr guten Jugendtrainer zu haben in meinem Heimatort. Danach hatte ich eine gute Zeit in den Jugendmannschaften, wo ich gespielt habe. Und war jetzt 15 Jahre lang für den DFB Spielbeobachter in der A- und B-Junioren-Bundesliga, habe also da viele Spiele gesehen. Also ich war schon immer mit der Jugend verbunden, meine ganze Zeit über, und bin das jetzt auch für unseren Verein hier, wenn solche Veranstaltungen stattfinden, dort auch hinzugehen.